Hallo, guten Morgen miteinander. Ja, ich habe gestern noch eine Anfrage bekommen und ja, das ist mir wichtig, dass ich dazu mal was sagen kann. Denn unsere ganzen Sorgen, oder? Ich habe das in dem letzten Video auch schon gesagt, unsere ganzen Sorgen, die bringen uns ja in einen gewissen Seinszustand. Und das, was wir immer wieder wahrnehmen im Außen, damit identifizieren wir uns. So, wenn du jeden Tag Geldsorgen hast, wenn du jeden Tag Schmerzen hast, dann ist es ein Gefühlszustand, dann ist es ein emotionaler Zustand, dann ist es ein emotionaler Seinszustand, der viele Dinge über das aussagt, was eben in dir drin ist. Und wenn du da mal dahinter schaust, wenn du sagst, okay, was heißt es für mich? Ich habe Schmerzen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich komme nicht vorwärts. Ich stehe auf der Stelle. Etwas hält mich zurück. Ich werde nicht unterstützt. Das sind ja all diese Sachen, die du spürst, wenn du Schmerzen hast. Und ja, und wenn du Geldsorgen hast, dann ist es genau das Gleiche, oder du fühlst dich unfrei, du fühlst auch Schmerzen, du bist nicht frei, du kannst nicht machen, was du willst. Du merkst, es geht gar nicht darum, ob es jetzt Geldsorgen sind oder ob es Schmerzen sind oder ob es auch Selbstliebe ist oder Selbstwert, weil das ist alles eins. Du bist einfach eins. Mit deinen Gefühlen bist du jemanden. Du bist jemand, der sich so und so fühlt. Du bist jemand, der sich unfrei fühlt. Du bist jemand, der nicht vorwärts gehen kann. Du bist jemand, der nicht unterstützt wird. Du bist jemand, der kämpfen muss, der leiden muss. Du bist jemand, der unfrei ist. Du bist jemand, ja, all das, der bist du. Und jetzt nimmst du ein Thema, sei es Geld oder sei es Liebe oder sei es der Körper. Alles identifiziert sich mit deiner emotionalen Grundeinstellung. Und diese emotionale Grundeinstellung, die spiegelt sich oder die projiziert sich auf dein ganzes Leben. Du bist dann eben die. So, und nachdem wir das ja nicht wollen, dass wir weiterhin diese Persönlichkeit sind, die Schmerzen hat, die Geldsorgen hat, die dadurch natürlich ganz weit unten ist im Selbstwertgefühl, weil, ja, wie fühlst du dich, oder wenn du jeden Euro zweimal umdrehen musst, wie fühlst du dich, wenn du von Schmerzen gebeutelt bist? Du fühlst dich beschissen, oder? Und dieses beschissene Gefühl, klar, das kriegst du immer wieder, jedes Mal, wenn du eine Rechnung bezahlen musst, jedes Mal, wenn dein Körper rebelliert und du einfach nicht schmerzfrei dich bewegen kannst, jedes Mal wirst du daran erinnert. Logisch. Und ich habe ja in meinem letzten Video auch gesagt, dass diese Sachen, wenn wir uns immer wieder im Außen reflektieren mit dem, was wirklich tagtäglich uns immer wieder begegnet, drehen wir uns im Kreis, oder unser emotionaler Zustand ändert sich nicht. Und mit den Meditationen ist es so, du hast kurz einen Ausflug und du lernst einen Seinszustand kennen, in dem sich alles anders anfühlt. Und jetzt liegt es wirklich an dir, dass du diesen Seinszustand aus der Meditation, aus deiner Vorstellungswelt, aus der Imagination, also aus der visuellen Vorstellung, aber auch, du gehst ja in die Meditationen wirklich mit all deinen fünf Sinnen in eine andere Box, ein anderes Leben rein und ziehst dann deinen Körper dorthin. Und dann merkst du, wie würde sich dein Körper fühlen, wenn er eben jetzt statt Angst Sicherheit spüren würde. Wie würde sich dein Körper, wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du statt Beschränkung Freiheit fühlen würdest? All das lernst du in der Meditation kennen. Und diese riesengroße Schwierigkeit liegt wirklich darin, dass du diesen Zeitpunkt überbrückst, bis deine alte Persönlichkeit, bis die Realität, die durch deine alte Persönlichkeit geschaffen worden ist, sich ändert. Und
Da musst du einfach dranbleiben und dran glauben und wissen, dass es so funktioniert. Und du musst dir abgewöhnen, dass das, was du siehst im Außen, zu bewerten, darauf einzugehen und darauf zu reagieren. Die einzige Reaktion, die du haben kannst, dass du, klar, du hast Schmerzen, du kannst nicht gehen, dass du einfach sagst, ja, das ist meine alte Persönlichkeit gewesen. Das ist eine alte Kreation. Und dann aber wieder deine ganze Aufmerksamkeit, deinen ganzen Fokus, deinen emotionalen Fokus, dein Denken auf das Neue richtest, was du in der Meditation ja schon kennengelernt hast. Und weil du es dort kennengelernt hast, weißt du ja, dass es das gibt. Weil wenn du meditierst oder nicht, es ist egal. Du veränderst einfach deine Aufmerksamkeit. Du siehst, es gibt da noch eine andere Welt. Ich bin hier nicht gefangen. Und deine Persönlichkeit, du sitzt am gleichen Stuhl, oder? Du bist in der Meditation in einer anderen Welt. Du kommst zurück und dann liegt es nur an dir, ob du diese Realität, in der du jetzt halt noch bist, mit den alten Augen siehst, der alten Persönlichkeit, oder ob du wirklich nach und nach an dir arbeitest, durch ganz viele Tools, die es immer noch gibt, schreiben, deine Persönlichkeit schreiben, den ganzen Tag immer wieder einhalten und sagen, wie reagiert mein neues Ich? Wie handelt mein neues Ich? Dass du immer wieder quasi zurückkommst in deine meditative Realität, die du dir dort geschaffen hast. Und da gibt es so viele Tools auch, dass du, bevor du in die Meditation gehst, dich eigentlich schon sagst, ja, ich bin ja jetzt diese Person. Und dass du nicht mit einem Gefühl von Angst oder Geldsorgen oder was weiß ich, dann einfach da sitzt und sagst, gut, jetzt gehe ich meditieren. Und dann geht es ganz schwer und dann irgendwann mal bist du angekommen und es dauert ganz, ganz lange. Dann kommst du wieder aus der Meditation raus, machst die Augen auf und sagst, oh mein Gott. Da liegt ja noch die Rechnung. So kommst du nicht weiter, oder? So drehst du dich im Kreis. Klar, bei solchen Sachen ist es noch einfach, aber du kommst aus der Meditation raus und du versuchst aufzustehen und du hast Schmerzen beim Gehen. Aber es ist das Gleiche. Dr. Joe Dispenza sagt immer, du musst größer sein als dein Körper. Und da musst du eben für dich selber beruhigende Argumentationen dir auch zurechtlegen, dass du deinem Körper eben sagst, schau mal, du spürst jetzt noch unsere Vergangenheit. Das ist aber nicht schlimm. Das geht weg. Und dann nicht weiter drauf eingehst, oder? Es sind nur Schmerzen. Das bist nicht du. Das sind Schmerzen. Schmerzen sind häufig eben eine Verkörperung von emotionalen Schmerzen. Also körperliche Schmerzen sind häufig eine Verkörperung von emotionalen Schmerzen. Und wenn du das weißt, also, das ist etwas, wo ich immer wieder zitiere von Dr. John Zarno, der einfach sagt, diese emotionalen Schmerzen, die sind so tief und die werden so abgelehnt, oder weil das halt ein Schmerz wäre, da reinzugehen und die zu beleuchten. Und das ist einfach ein innerer Mechanismus deines Körpers, respektive dein Körper ist ja dein Verstand, der ganz unterbewusst dafür sorgen will, dass du einfach nicht in diese Emotionen reingehen musst, sondern deinen Körper schmerzen lässt, so dass du abgelenkt bist. Aber wenn du das auch mal durchschaust, oder? Und durchschaust, so habe ich das gemacht. Es hat mir total geholfen. Ich konnte ja nicht sitzen. Ich konnte nicht mal am Tisch sitzen. Und ich habe das Buch gelesen und da war wirklich beschrieben, dass der mit seinem Körper gesprochen hat, gesagt hat, so, und mit dir ist grundsätzlich nichts kaputt. Und du sitzt jetzt hier und diese Schmerzen, die ignoriere ich. Und da habe ich durchgebissen, wirklich. Und die sind weggegangen, diese Schmerzen. Ich habe es nie für möglich erhalten, aber ich hab mir so vorgenommen und gesagt, es kann nicht sein, dass ich nicht schmerzfrei wenigstens sitzen kann. Ich sitze jetzt hier. Und es war wirklich ein Kräftemessen, zum sagen, es ist mir egal, zeig mir alle emotionalen Schmerzen, die ich habe. Ich bin bereit, ich nehme es an und ich sitze jetzt hier. Und das ist für mich. Sei größer als dein Körper, dass du dieses Wissen für dich dir aneignest und sagst, ich weiß, dass mein Körper
eigentlich 100% gesund ist, weil er so gemacht und geboren ist. Ich weiß, dass mein Körper sich auch regenerieren kann, wenn ich ihn mit den Emotionen, mit den Gedanken, mit dem Lebensgefühl füttere, das eigentlich ein gesunder Körper erlebt. Und da müssen wir durch. Anders funktioniert es nicht. Und wenn ihr alle Testimonials anschaut, es ist immer um das gegangen, dass die Leute dieses Vertrauen gehabt haben, das Vertrauen in das Leben, in den Körper, in die Regenerationsfähigkeit des Körpers, egal was irgendjemand anders gesagt hat. Und so viele sagen immer wieder, es war so schwer der Weg, weil halt überall diese anderen Informationen reinkommen, sagen, das geht nicht, du kannst nicht heilen. Und ich habe gestern beim Umzug, habe ich einen MRI-Bericht gefunden von mir, den ich nie gelesen habe. Der war aus dem 2017, 31. August 2017. Ich habe diesen Bericht zum ersten Mal gelesen und es hat mich schockiert. Ich bin komplett kaputt. Meine Wirbelsäule, laut Bericht, meine Wirbelsäule komplett kaputt. Alles, überall, kaputte von oben bis unten. Hüfte, beide voll Arthrose. Dann sogar die Schambeinfuge, die Symphyse, was auch immer noch, da wusste ich gar nicht erst, was es ist, da degenerativ. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich das nicht gelesen habe und ich habe schon gewusst, warum ich es nicht lese. Weil wenn du solche Sachen liest, dann fällt es dir wahnsinnig schwer zu glauben, dass das nicht schlimm ist. Aber wenn du deinem Körper vertraust und sagst, hey, wieso solltest du erneuerst deine Zellen permanent, wenn ich den Zellen neue Informationen gebe und ja, und mich auch bei mir selber, ich habe mich auch bei mir selber entschuldigt über diese schrecklichen Informationen, die ich in meinen Körper geschickt habe, dass er quasi so degeneriert ist und mir diese Schmerzen gegeben hat. Ich rede gar nicht von diesem Bericht. Interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Es interessiert mich, wie ich mich gefühlt habe. Und ich habe mich elend gefühlt. Ich habe mich so nieder, so unwert, so gequält, so, keine Ahnung. Alle, die unter Schmerzen leiden, die wissen, was es für ein Gefühl ist. Aber dieses Gefühl, das wird nur durch die Schmerzen deutlich gemacht. Das wird uns, danke, danke, Schmerzen. Hallo, jetzt zeigst du mir, mit was für einem Lebensgefühl ich so viele Jahre durch die Welt gelaufen bin. Mit was für einer Lebensvorstellung, mit was für einem Lifestyle, mit was für einer Vorstellung, wie ich leben muss, wie ich kämpfen muss, etc. Und bin ich meinen Schmerzen dankbar. Und das hat sich alles widergespiegelt, oder? Die Schmerzen, das ist, ob du Schmerzen nimmst, wie du dich mit diesen Schmerzen fühlst, fühlst dich mit dem Geldsorgen genau gleich und nachher fühlst du dich genau gleich mit deiner Persönlichkeit. Du liebst dich nicht, oder? Du findest dich genau so, wie die Schmerzen dir das widerspiegeln. Fühlst dich einfach gehemmt, du kommst nicht vorwärts, du darfst nicht gehen, du bist nicht frei, etc. Das ist alles das Gleiche, egal welches Thema man anschaut. Sei ehrlich zu dir. Und nachher löst sich das von selber. Es geht wirklich nicht in erster Linie darum zu sagen, oh mein Gott, wie kann ich meine Geldsorgen in den Griff kriegen, sondern wie kann ich diese Persönlichkeit werden, die keine Geldsorgen hat, die keine Schmerzen hat, die sich liebt, die sich respektiert, die sich unterstützt alleine. Und wenn du diese neue Persönlichkeit nach und nach geworden bist, dann verduftet alles, dann verduften Geldsorgen, dann verduften für Beziehungssorgen, dann ist nichts mehr von dem da, weil du keine Resonanz mehr bist, weil du bist jemand anders. Und der Weg führt nur durch stures Ignorieren der Vergangenheit, die sich in deiner jetzigen Realität noch zeigt. Und egal, was andere denken, egal, 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 das ist der einzige Ausweg. Der einzige Ausweg ist dieses sture neue Sein. Komplett. Das musst du üben. Das musst du üben, wie wenn du eine Prüfung machst in der Schule. Du musst schreiben, du musst wiederholen, du musst es in dich reinbringen.
wie eine sportliche Übung, wenn du einen neuen Sport lernst. Du lernst Schritt für Schritt eine Bewegung nach der anderen. Nachher setzt du das neue Bewegungsmuster zusammen. Genauso ist es mit der neuen Persönlichkeit, mit neuen Denken, das neue Handeln und das neue Fühlen. Das musst du lernen, weil du kennst es nicht. Du kennst es nicht. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man komplett geliebt und akzeptiert wird. Dieses Gefühl musst du kennenlernen. Ja, wie lerne ich das kennen? Der einfachste Weg ist, dass du dich an ein ähnliches Gefühl erinnerst. Ein anderer Weg ist, du schaust dir irgendeinen Film an, wo diese Gefühle mal gezeigt werden und du dann in diesen Film reingehst und dich mit diesem Charakter, den du siehst im Film zum Beispiel, identifiziert. Oder du schaust irgendwie bei Freunden zu, wo du denkst, die verkörpern dieses Lebensgefühl. Oder du gehst einfach in einen meditativen Zustand und bittest darum und sagst, bitte, ich möchte diese komplette Selbstliebe, das Gefühl der von kompletter Selbstliebe in mich downloaden. Bitte zeig mir das. Du sprichst quasi mit dem Feld, weil im Feld ist alles drin und deine Intentionen sind so stark. Und wenn du die richtigen Intentionen ins Feld rausschickst und zum Beispiel sagst, ich möchte mich komplett geliebt und anerkannt fühlen, bitte zeig mir, wie sich das anfühlt, dann kannst du dieses Gefühl in dich einsaugen. Aber das musst du tun. All diese Sachen musst du tun und nicht in diesem Trott. Du musst eine Entscheidung treffen und musst sagen, so fertig, Schluss, Ende aus, Amen mit dem Alten. Kein Bock mehr. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Das geht für mich nicht mehr. Alles, was damit zu tun hat, mit meinem alten Ich, was mir nicht gefällt, lebe ich nicht mehr. Ich denke es nicht mehr. Und diese Entscheidung ist das Erste. Und nachher musst du entscheiden, was denke ich stattdessen? Und schon allein, wenn du weißt, was du stattdessen denkst, dann hast du stattdessen auch andere Gefühle. Und wenn du mit anderen Gefühlen durch die Welt läufst, dann siehst du Situationen anders. Wenn du Situationen anders siehst, dann ziehst du andere Situationen wieder an. Es ist ein Job, ich sag's immer wieder, ein 24-Stunden-Job, den du einfach in dein Leben einbauen musst, am besten wie ein Spiel. Und dich immer wieder daran erinnern, was macht diese neue Persönlichkeit, die ich mir vorher auf ein Blatt Papier kreiert habe? Wie denkt diese neue Persönlichkeit in dieser Situation? Wie fühlt die neue Persönlichkeit sich in dieser Situation? So geht es. Und dann kommst du auch schnell zum Erfolg. Aber wenn du nicht ein Gesamtkonzept für deine neue Persönlichkeit hast und einfach nur meinst, ja, ich meditiere ja jeden Tag 2 Stunden, 3 Stunden, das reicht nicht. Und ich habe damals, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte, gar nichts mehr machen konnte, nur noch auf dem Sofa oder im Bett liegen, habe ich natürlich irgendwie den ganzen Tag meditiert, weil ich konnte ja nichts anderes machen. Das war quasi meine Schmerztablette. Logisch, wenn du in so einem Zustand bist, wunderbar. Aber wenn du noch im Leben funktionieren willst, kannst du das eben auch spielerisch einsetzen. Und du machst eine Walking-Meditation. Dein ganzer Tag ist eine Walking-Meditation. Wie geht meine neue Persönlichkeit in die Waschküche? Was denkt sie beim Wäscheaufhängen? Verstehst du? Kleinigkeiten, kleine Spielchen machen. Reinwachsen, reinwachsen, reinwachsen. Wie ein kleines Kind, das ins Leben reinwächst und laufen lernt und nachher schreiben lernt. Und so lernst du eben auch neue Situationen als neue Person zu sehen, zu denken und zu handeln als neue Person. Das ist mein Tipp für heute für euch. Und ich hoffe, das ist eine Antwort auf dieses einen großen langen Kommentar von meinem letzten Video. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es ist unglaublich, schon wieder 19 Minuten geredet, obwohl ich nur 10 Minuten schnell was sagen wollte. Bye bye, macht's gut.